Ich glaube, wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Wir waren eigentlich am Drücker, haben auch in der Verlängerung, denke ich mal, gute Chancen gehabt zum Teil. Sean zum Beispiel, den einen, der das Tor schießt. Und ja, das Spiel hätte in beide Richtungen gehen können. Ich denke, es war ein gutes Auswärtsspiel von uns. Und manchmal gewinnt halt auch mal die andere Mannschaft. Und jetzt geht es halt am Montag weiter. Was denkst du, hat am Ende den Ausschlag gegeben? Ja, wir haben natürlich die Gegentore irgendwie zu blöden Zeitpunkten gefangen. Das zweite Gegentor da irgendwie in der letzten Sekunde im zweiten Drittel war natürlich ein bisschen ungünstig. Dann, wie gesagt, in der Verlängerung hatten wir vorne eigentlich auch die große Chance, das Spiel zu entscheiden und kriegen auf der anderen Seite dann den Konter. Aber wie gesagt, das sind Kleinigkeiten. Ich fand, wir haben gut gespielt und dieser Auftritt macht uns Mut auf jeden Fall. Das Tor im zweiten Drittel war wirklich sehr ärgerlich, zumal ihr im zweiten Drittel wirklich immer besser geworden seid und Nürnberg richtig fast an die Wand gespielt habt. Ja, ich glaube, wir haben schon ganz andere Auftritte hier in Nürnberg erlebt, wo wir fast gar nicht aus dem Drittel raus kamen am Anfang. Und auch im ersten Drittel, fand ich, haben wir es ordentlich gemacht, haben uns dann nochmal gesteigert im weiteren Spielverlauf. Und ja, wir haben halt leider nicht geschafft, den Sack zuzumachen, aber am Montag greifen wir wieder zu Hause an und dann geht's weiter. Wir haben es auch diesmal geschafft, etwas weniger Tempo-Gegenstöße der Nürnberger zu erlauben. Was habt ihr da anders gemacht als noch im ersten Spiel, vor allem im ersten Drittel zu Hause? Ja, ich glaube, den einen oder anderen Alleingang hatten sie auch heute. Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig. Ja, man überlegt dann immer, wie kommt es zustande? Und irgendwie hat man manchmal das Gefühl, dass ein Nürnberger Spieler gar nicht richtig zurückläuft, wenn wir mit dem Puck anlaufen. Und ja, da muss man halt irgendwie auch immer hinten die Augen haben, die Verteidiger. Und es geht dann so schnell, dass der Puck rausgelupft wird. Und dann passieren solche Sachen auch mal. Es war ein besonderes Spiel für dich, das 800. Was wirst du in Erinnerung behalten? Ja, ich hätte mir natürlich einen Sieg gewünscht. Wie gesagt, ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gemacht und hätten es auch verdient gehabt irgendwo. Aber ja, ist eine schöne Zahl. Aber wie gesagt, in den Playoffs zählt ja jeder mannschaftliche Erfolg. Und von daher hat mich das jetzt beim Spiel persönlich nicht irgendwie beeinflusst. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum 800. Spiel und viel Erfolg für das Spiel am Montag. Dankeschön.